Hallo ihr Lieben, einige von euch sind ja schon seit Tagen oder vielleicht auch sogar schon seit Wochen im Homeoffice. Und Homeoffice heißt natürlich auch wenig Bewegung, viel Sitzen, wenig Mobilisation. Und gerade für diejenigen, die gerne Rückenprobleme haben oder die Nackenverspannungen haben oder vielleicht auch Hüftgelenke, Kniegelenke, Verletzungen schon haben, für die ist es echt richtig hart und meistens auch mit Schmerzen verbunden. Und für all diejenigen mache ich heute ein kleines Workout, Mobilisation, bisschen Bauchtraining, bisschen Rückentraining. Und wenn ihr das jeden Tag macht oder vielleicht jeden zweiten Tag macht, dann wird sich eure Wirbelsäule, eure Rückenmuskulatur, eure Bauchmuskulatur, eure Haltung, euer Schultergürtel, euer Nacken auch wirklich darüber freuen. Und ich hoffe, es macht euch auch ein bisschen Spaß. Macht doch jetzt einfach mal mit und schau, wie es dir dabei geht. Also, ich habe mir eine Matte genommen heute, aber ihr könnt natürlich auch zu Hause auf dem Boden das machen oder vielleicht auch mal draußen im Freien auf der Wiese. Setzt euch doch mal richtig gerade hin, lasst die Schultern mal einfach locker hängen und dann kreist die Schultern mal richtig schön nach hinten. Versucht die Schultern nach oben zu ziehen bis zu den Ohren und dann nach hinten unten ziehen, dass du deine Schulterblätter oben am Rücken spürst. Es darf richtig heiß und richtig warm werden rund um die Schultern. Das heißt, dass der ganze Schultergürtel einfach schön durchblutet wird. Wir machen noch ein paar Wiederholungen, dass wirklich jeder dieses schöne warme Gefühl in den Schultern bekommt. Lass jetzt die Schultern mal einfach hängen. Richte die Wirbelsäule wieder schön auf, dass du hinten deine Rückenmuskulatur spürst. Dreh den Kopf ein paar Mal nach rechts und nach links. Schau mal, ob du auf beiden Seiten zur gleichen Position kommst. Ohne zu drücken, ohne zu reißen, einfach mal ganz sanft. Wieder in der Mitte und jetzt schieb mal dein Kinn nach vorne und nach hinten. Stell dir vor, hinter dir ist eine Wand und drück den Kopf richtig schön nach hinten gegen diese imaginäre Wand. Und dann lässt du den Kopf mal hinten an der hintersten Stelle, dass der Nacken richtig schön gerade ist. Leg deine Hände mal auf die Schultern und jetzt kreist die Schultern im Wechsel nach hinten. Versuch dich dabei immer wieder ein bisschen länger zu strecken. Auch hier noch ein paar Wiederholungen. Immer länger werden, immer weiter strecken. Und dann bleibst du wieder in der Mitte. Nimm jetzt die Arme wie so ein kleiner Rahmen neben deinem Kopf und zieh die Ellbogen schön nach hinten. Zieh die Schulterblätter kräftig nach hinten zusammen. Schön fest ziehen und ziehen und ziehen. Den Brustkorb wieder ein Stückchen höher strecken. Spann jetzt schon mal deine Bauchmuskeln an. Der Bauch hilft dabei, den Brustkorb oben zu halten. Und wenn du viel sitzt, versuche immer mal wieder, dich aufzurichten und auch immer wieder den Bauch einzuziehen. Machen wir noch vier Stück. Und dann halten die Arme in der Mitte. Wenn die schwer werden, versuch noch ein paar Sekunden durchzuhalten. Mach mal eine Faust und nimm die Arme jetzt schön nach oben. Und jetzt ziehst du die Ellbogen tief. Vielleicht hast du schon mal im Studio bei uns am Latzug gearbeitet oder Klimmzüge gemacht. Genau das gleiche machst du jetzt auch, aber jetzt musst du mit eigener Kraft arbeiten. Spür die Schulterblätter. Zieh sie nach unten und lass sie wieder locker. Stell dir vor, deine Ellbogen möchten hinter deiner Wirbelsäule zusammenkommen.
hebe immer wieder den Brustkorb schön an, ziehe den Bauch schön nach innen. Und wir machen nur noch 4 Stück davon. 3 und noch 2. Und dann wieder die Arme lösen. Immer wieder dazwischen mobilisieren. Immer wenn du das Gefühl hast, der Nacken wird steif, versuch die Schultern zu bewegen, die Schulterblätter zu bewegen. Wir wechseln jetzt die Position, kommen mal in einen Vierfüßlerstand. Achte beim Vierfüßlerstand darauf, dass deine Knie unter dem Becken sind und dass deine Handgelenke unter deinen Schultern sind. Streck mal dein rechtes Bein nach hinten aus und den linken Arm nach vorne. Und dann gehst du in kleinen Bewegungen hoch. Versuch dich immer länger zu strecken. Zieh den Bauch nochmal feste ein. 4 Sekunden noch. Und wechsel mal die Seite. Streck das andere Bein aus. Schau, dass das Becken schön gerade ist. Zieh den Bauch ein. Gegenüberliegende Arme nach vorne. Und wieder strecken nach oben. Schön ziehen. 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 Prima. Vielleicht wird dir schon ein bisschen warm. Alles gut. Letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wieder lösen. Komm jetzt nach oben auf die Knie. Stell deine Knie mal ungefähr hüftbreit auf. Ich bleibe seitlich zu euch. Nimm die Arme, die Daumen schön nach hinten und dann lehn dich langsam ein Stück zurück. Und komm wieder nach vorne. Wieder lehn dich ein Stück zurück. Und komm nach vorne. Nochmal schön nach hinten lehnen. Und zurück. Wenn du schwerer haben möchtest, nimm die Arme etwas höher. Und zurück. Wenn dein Bauch richtig fest angespannt ist, wenn dein Po richtig fest angespannt ist, wenn sich dein ganzer Körper richtig wie ein Brett anfühlt, dann kannst du noch eine Stufe weitergehen und drehst sanft nach hinten und wieder zur Mitte zurück und zur anderen Seite. Du spürst eine Spannung in deiner Oberschenkelvorderseite. Gleichzeitig ist der Po fest. Geh in eine schöne Rotation. Und dann stoppst du wieder in der Mitte. Setz dich jetzt auf deine Matte. Stell die Füße schön nach vorne auf und drück deine Knie zusammen. Mach mal die Hände zu einer Faust. Lehn dich ein Stück zurück, dass du deinen Bauch spürst. Aber lass die Knie bitte fest zusammen. Und jetzt geht dein Ellbogen im Wechsel nach hinten. Einmal nach rechts, einmal nach links. Geh so weit nach hinten, dass du deine Bauchmuskeln spürst. Beobachte mal die Knie, die bleiben fest zusammen. Vielleicht schaffst du es sogar, mit dem Ellbogen hinten auf den Boden zu kommen. Ein paar Sekunden halten wir hier noch durch. Schön nach hinten strecken. Noch 8, 7. Vielleicht geht es sogar noch ein Stückchen weiter. Entspann dein Gesicht, lächel mal. 4 noch. Letzten 3, letzten 2 und wieder lösen. Ja, das waren jetzt ein paar kleine Übungen, auch schon wieder 10 Minuten vorbei. Jede Übung kannst du natürlich auch ein bisschen länger machen.
oder vielleicht das Ganze noch einmal durchmachen, dann hast du schon 20 Minuten. Es geht einfach darum, die Muskulatur zu durchbluten, sich fit zu halten und einfach was für die Haltung zu tun, für die Tiefenmuskulatur, damit deine Wirbelsäule geschützt und gestützt ist. Wir machen weitere Videos auch nochmal zum Thema Rückentraining und was auch ganz wichtig ist zum Thema Stretching und Mobilisation. Da habe ich auch noch ein paar ganz coole Tipps für euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem heutigen Video und wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch. Danke euch fürs Mitmachen. Ich vermisse euch.